Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ja, keine Ahnung, boah, meine Stimme hat gerade so voll geheilt, habe ich so das Gefühl. In der letzten Folge haben wir C17 und C18 in der Zukunft von Trunks erledigt. Und jetzt machen wir uns auf in ein paar Parallelquests, in denen wir wahrscheinlich voll auf die Fräse bekommen. Es fehlt noch die Nummer 19. Sehr schön. Und hier habe ich natürlich wieder nichts bekommen. Geil. Lücke des Ginyu-Kommandos. Ja. Ah. Sie haben Shuten, Schnank, Krillin und Vegeta. Okay, dann machen wir einen auf Babysitter eben. Hoffentlich kann ich noch jemand anderen mitnehmen. Übrigens mal wieder einen Scouter an. Ich habe so ein neues Modell gekauft. Ich sollte vielleicht mal aufleveln, das wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich habe letztes Mal ein Level abbekommen. Ist ganz wichtig, dass ich auflevel, hallo. So, machen wir das auf 20 und Grundangriff tun wir mal hier auf 18. Ich habe übrigens mal eine Setzer hier ausgerüstet, eine neue. Du bist ein guter Dämon. Ja, die erhöht nämlich den Schaden von Piccolos Angriffen und gibt mir Ki und Ausdauer, was ich nicht schlecht finde. Mal gucken, wie viel ich bekomme. Gibt mir ja eigentlich nicht so viel auf die Werte hier. Und ich habe mal Krillins Orang-Kombo wieder reingenommen, weil ich glaube, ich muss die ja einsetzen, damit ich bei dem weitermachen kann, ne? So. Cell und Cell, ihr beiden kommt mal. Ja, die Cell-Spiele, ne? Also ich glaube, ich muss den Orang-Kombo einsetzen, damit ich bei ihm weiter trainieren kann. War ja bei Piccolo auch so. Ich muss den seine Angriffe einsetzen. Also ja, deswegen habe ich das mal mit ausgerüstet. Und er sagt mir nicht, ich muss gegen alle kämpfen. Ja, ich muss nur gegen einen. Yamcha, warum musst du immer anfangen? Ja, Ki hat sich schon so ein bisschen verändert. Er versinkt meinen Grundangriff, aber was ich ein bisschen doof finde. Ich soll vielleicht einen Angriff einsetzen. Jetzt bin ich ein bisschen erfahrener, wann ich den einsetzen sollte. Früher habe ich ihn einfach nur gespammt. So. Ja, gut. Kommt jemand. Schau, Chaozu. Tension an. Und Krillin. Kommt Chaozu überhaupt in dem Spiel vor? Nee, ne? Ist mir jetzt erst so aufgefallen. Hallo Meister Krillin. Mit dem letzten Angriff noch getroffen. Ach, Mr. Satan, echt. Mann, das gibt's doch nicht. Gucken, wie stark die Angriffe jetzt sind. Ma! Einfach so reingetreten, wie auf eine Kakerlake. Ich setze den Angriff einfach mal ein paar Mal ein. Verdammt! Ja, so viel dazu, ich bin besser geworden und weiß, wann man die einsetzen sollte. Gut, dass du ihn abgewehrt hast. Und ist das? Ich will wissen, wie viel das abzieht. Wow, gut. Und wie geht das? Sind wir schon gleich fertig? Mr. Satan weiß nicht, was ein Saiyajin ist. Hat was mit Zell gesprochen. So. Ja, das war sehr gut. Sollen wir gleich mal einen Scouter einsetzen? Das vielleicht irgendwie auch sagt, was ich
irgendwie besser Informationen gibt oder so, oder ob das einfach nur optisch ist. Weil das Ding hat verdammt viel gekostet eigentlich. Was? Während meinen Angriff? Ich hätte gerne was mein Kamehameha versteckt, wenn ihr nichts dagegen hätte. Frisst das! Fähigkeit halten, sehr gut. Und es ist noch nicht zu Ende. Oh nee. Okay. Super Saiyajin Kampf. Höllenspirale. Makantosampo. Okay, ich spreche das richtig aus. Das wird dich richtig ankotzen, aber halt der Angriff ist von Krillin. Oder liegt irgendwas? Ja, ist noch ein Materialobjekt, brauche ich nicht. Nein! Ey, willst du mich verarschen? Er macht einmal seinen scheiß Final Flash. Mr. Satan ist weg. Boah, das ist doch jetzt so zum Kotzen. Urknallattacke, wundersame Verbeugung. Ist von Mr. Satan, oder? Und schon wieder wegen so einen Scheiß haben wir die Mission nicht geschafft. Die mache ich offscreen. Also, das sehe ich jetzt nicht ein. So, kacke. Aber Clean, ich habe dein Ohrenkombo ein paar Mal eingesetzt. Ich denke, etwas Tolles wird passieren. Versuch es einfach mal. Ein perfekter Sieg. Ich das schaffe. Wehe, ich brauche das, um bei dir voranzukommen als Schüler. Leck mich. Aber das letzte Ding, was ich da machen musste. Ja. War bestimmt das letzte, was ich machen musste. Das ist super. Oh Gott. Ah. Nicht so schön. Dann mache ich auf jeden Fall offscreen. Also ich habe fast geschafft. Hallo. Ah, Genio Sonderkommando. Wen nehmen wir denn da? Jetzt, wenn ihr mal kommt. Immer mal die Cybox. Ich meine, warum nicht? Hm. Ei, ei. Wieder so ein Dreck passiert, während ich aufnehme. Rückkehr des Ginyu-Kommandos. Kein Ding. Ja. Und weckt mir jede Mission jetzt mal so an, dass ich erst irgendwo lande, wo niemand ist. Einen perfekten Sieg soll ich erlangen, ihr könnt mich ja mal. Ach, Bullo, wie süß. Da, der hat mich schon wieder eingefangen. Ich würde eher den totschlagen. Wenn er Was, jeez, wo kommst du denn her? Der hat uns gar nicht entdeckt vorhin. Solange ich niemanden beschützen muss, ist ja alles okay. Dann sehe ich mich doch schon fähig, hier zu schaffen. Bams! Auf zu schnarchen. Oh. Was ist das? Ja, perfekt. Ich habe ich genau abgeschnitten. Verdammt! Verstehe nicht, warum alle irgendwie so auf Saiyajins herabziehen. Besonders bei Freezers Leuten. Aber sind die doch die stärksten Krieger im Universum. Oder? Pff, ich bin runtergegangen und das Ding ist kaputt gegangen, das Auto. Genau. Nein.
Nein, zu früh immer. Ich kann eine Destructuris, eine grüne, die will ich haben. Nee, da war ich gerade. Hier schaut sie doch nett aus, ne? Bitte nicht zerstören. Da. Nee. Ah, okay. Verdammt, ihr müsstet ja beide aufscheuchen, ne? Warum bist du nackt? Na, fast. Sehr gut. Boah, wäre so schön gewesen, wenn der Kopf jetzt kaputt gegangen wäre. Jetzt geht's kaputt, echt. Nein. Schafft das hier, keine Sorge. Da ist ja gar kein Problem hier. Oh, Déjà-vu. Und zum Goku. Sehr gut. Wow, ich glaube, der Angriff ist echt stärker. Ja, okay. Was ist das? Das will mal sehen, wie viel das jetzt abzieht. Ja, ich glaube viel mehr. Ich will mal einen Schadensvergleich machen. Sehr gut. Und zack, wo bist du? Spam! Jetzt kommt. Schon wieder. Ich hab's sowas von gewusst. Vor allem das Bild von Ginyu war da, ne? Jedes Mal taucht dann Son Goku Ginyu auf. Ich muss schon sagen, warum greife ich dich an? Und das bringt nichts. Was? Er kann sich in Super Saiyan verwandeln. Willst du mich verarschen? Das ist not compute. Boah, macht er einfach so ein Ausweichschitten für euch denn aus? Oh Mann. Okay, ich chill erstmal. Oh Gott. Jetzt so kacke, die hat so oft einsetzen können. Nichts damit blocken. Bams. Boah. Ah. Und zack. Was ist das? Oh, das wäre jetzt so gut gewesen. Was? Mit Krillins Attacke. Sehr schön. Aber da war aber nicht ein Riesenerfolg hier, oder? Nee. Warum? Crusher-Vulkan. Warum schaffe ich jetzt nie, die Bonus-Herausforderungen zu machen? Ich will die nicht offscreen machen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich hier aufnehme. Damit ihr halt ausseht. Das ist doch kacke. Krillin, was ist los? Cell, Leiden ist Cell. Ja. Hier, nimm das, setz es ein, wie du willst. Ja. Okay, Krillin, du bist scheiße. Ich will Cell. Ich will Norio Wakamoto als Meister haben. Du wirst ausgewählt, um mein Spiel teilzunehmen. Ich muss mich vorstellen. Cell, das perfekte und ultimative Wesen. Mir ist langweilig und ich dachte gerade an ein kleines Spiel. Ich coache unperfekte Wesen und finde heraus, wie gut ich sie mache. Soll ich dein Trainer sein? Ja, bitte. Ich werde testen, ob du es wert bist, von mir trainiert zu werden. Der Test ist einfach. Kämpfe gegen mich und zeige deine Stärke. Das ist alles.
Es ist ein Spiel, also sollte ich ein tolles Geschenk für dich haben. Wenn du gewinnst, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Also fangen wir an. Alles gesichert. Ich bin Zells Schüler. Sehr schön. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Bösewicht ich am liebsten mag in Dragon Ball Z. Sind eigentlich alle cool. Na komm, das dürfte ja wohl nicht so schwer sein. Oh Gott. Wart. Wie schlecht ich wirklich bin. Doch, Mann. Was könnte ich denn von ihm lernen? Ich kenne nur jetzt den einen Angriff, wo er diese Barriere macht. Das ist ja irgendwie diese Signaturattacke in den ganzen Spielen von ihm. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Und frisst das. Sehr schön. Vielleicht war es immer wieder von so einem Gohan, der Schüler. Bezweifle ich. Okay. Sehr schön. Super Angriff, alles gesichert, okay. Mal mit dem Orang-Kombo mal austauschen. Wir sagen, ich kann direkt weitermachen. Du hast bestanden. Vorerst. Bist du verrückt? Es ist nur zu deinem Besten, dass ich so ehrlich bin. Also gut, ich bin ein Trainer. Du bist jetzt mein Schüler. Aber denk bloß daran, dass ich dich gut behandeln werde. Trainiere zuerst mit der Fähigkeit, die ich dir beigebracht habe. Also gut, diese Fähigkeit ist fast zu gut für dich. Ich teste dich erneut, wenn du stärker bist. Geh jetzt. Okay. Nein. Ich habe keine neue Klamotten für die Buu-Saga, fällt mir gerade auf. Drei folgender Schlagabwehr kann Kiewellen aufheben und auch in den Apfel eingesetzt werden. Oh, cool. Natürlich, das alles gesichert hilft, umzingelt durch schwache Gegner. Selbst wenn ich Hunderte umzinge, wird es nie ein schwerer Kampf. Eine gute Fähigkeit für einen Schwächling will ich. Werde so stärker. Danke. Ist ja sehr nett. Na gut, dann machen wir die nächste Parallelquest. Start der Zellspiele. Erde in Gefahr. Piccolo, Son Goku und Son Gohan. Auf einmal, ne? Super Saiyan 2? Ja. Wahrscheinlich erst durch knochenbrecherische Voraussetzungen, ne? So, Zell. Obwohl. Mal volle Kraft Zell und Zell Junior. Die ja echt hier so Werte vollkommen anders haben, ne? Mein Cell Junior ist wirklich schwächer als Cell. Ja, ganz schöner Unterschied hier. Die sind echt alle Story ausgelegt, habe ich das Gefühl. Als erst kommt der Satan. Und Cell guckt nur dazu, der kommt jetzt gleich noch mit rein, oder was? Was? Was zum Teufel? Okay, wie in echt. Leute. Oh Mann. Okay. Ich bin jetzt anders vorgestellt. Okay, hier kommen wir durch um ein paar, ich komme durch um ein paar, okay? Ach man, echt?
Was ist das? Du bist kacke als Meister, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ob ich Ohren-Kombo die ganze Zeit einsetzen soll. Wie oft soll ich das überhaupt einsetzen? Keine Ahnung. Nach höher kannst du nicht fliegen. Auch Mann, ich treffe mit dem Angriff nichts. Okay, der lässt hier schön mit sich machen, finde ich gut. Vielleicht muss ich ja damit besiegen, keine Ahnung. Auch Mann, echt. Auch Mann, echt. Alter! So. Ein Zelt chillt einfach nur da und guckt zu. Sehr schön. Oh ja, am Schluss ist schon leicht tot. Gut gemacht, Zell Junior. Gut gemacht. Mann, hat auf den Angriff mal zu werden. Stimmt du mal nicht, Yamshu. Immer schwebt irgendjemand im Kreis. Was denkst du ich denn jetzt auf? Mann. Ja, okay. Bitch Slap. Ich kann mich an den Angriff erinnern. Boah, willst du mich verarschen? Ist das auf mich gerichtet? Nee. Ja gut. So, du spammst meine Flash wie blöd. Bitte schön. Kann ich auch. Höllenspirale. Ach Mann. Ja, ich habe Vegeta noch getroffen, der ist da reingelaufen. Und nochmal. Und nochmal. Ja, wirst du. Der hat gesagt, weil ich den sein Schüler bin. Er war jetzt der Zelda außerhalb des Rings. Der wird gar nicht hier in Aktion, oder? So wie begeht er wohl dieser Nappa-Dingens Folge. Parallelquest meine ich. Ja, aber nur nach oben geht, ne? Ich will zweifach einen Super Saiyan haben, hallo? Könnte nützlich sein in der Buu-Saga. Bams. Ey! Zell leistet ja mal gute Arbeit und Zell Junior. Mann! Hey, haut der mich mit Zell Junior einfach weg. Vor allem so im Nahkampf zu gehen ist auch nicht so toll. Weil ich andauernd immer diese Abwehrangriffe gegen die Freezer bekomme. Ja, auch nicht schön. Mach den fertig. Da ist Son Goku und Son Gohan, ne? Und Piccolo, ah ja. Genau. Er kommt direkt auf mich wieder. Kennt ihr den Angriff, Piccolo? Voll am Lecken hier. Boah. Ist das blöd, ja. Mit der Unverwundbarkeit manchmal. Was? Oh, Zell Junior oder Zelland hat eingesetzt. Die Ultimative. Von einem von euch.
muss ich ja noch mal drücken. Boah, Son Goku. Das, was mich benutzt, um meinen Meister weggehauen. Oh nee. Oh Gott. Piccolo, weg. Nein, fliegt doch nicht so. Oh. Mann, was ist denn das? Aha. Weil bleibt da einfach stehen, ja, geil. Boah, geht er mir auf den Nerven gerade. Lass das. So, der war gut. Son Gohan kriegt voll auf die Fresse, sehe ich gerade. Autsch. Wart. Habe ich mal Son Goku damit getroffen. Son Goku ist auch so ein richtiger Spammer, der macht immer diesen Angriff. Boah, ich wusste, der geht auch nicht. Son Goku, bleibst du mal hier? Wahrscheinlich muss ich alle noch vor ihm erledigen, aber krieg ich sowieso nicht hier hin. Nein. Alter, Son Goku, hörst du mal auf, mir auf den Nerven zu gehen? Ich habe schon wieder zwei Dinger verballert, ne? Alter. Meine Güte, geht der mir auf den Nerven? Boah, schon wieder. Friss das. Boah, echt jetzt? Ja, friss das, Mann. Meine Güte, die ganze Zeit. Oh, dass ich immer so getroffen werde. Okay, oh nee, jetzt geht's noch weiter. Oh verdammt, der war noch am Leben. Jetzt geht's ab. Ich will nicht gegen den kämpfen, das ist so meine Lieblingsform von Son Gohan. Oh, Cell kommt hier hin. Geil. Ja gut. Ich soll doch hier gewinnen. Gut, Cell macht dich fertig. Ich muss Cell beschützen. Die Krise, wenn ich Cell beschützen muss. Und den hier. Boah. Was? Wie viel Schaden hat Cell bekommen? Auf den Feig. Oh Gott. Etwa heftig. Wie immer. Kann es nicht mal einfache Kämpfe gegeben. So, die Quest haben wir aber mal zu 100% erledigt, glaube ich. Haben wir überhaupt was bekommen? Ich glaube nicht. Verdammt! Na ja, gut. Mein Zelt scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir nochmal weiter. Vor allem, wir sind ja schon wieder neue. Was ist denn für ein Level? Jetzt so gerne zweifache Super Saiyajin gehabt. Aber ich krieg gar nichts. Hm. Was? Inoffiziell. Okay, Attribute. Weiß ich nicht. Ausdauer brauche ich eigentlich so. Man hat mal auf 20 und das hier noch höher. Dann beende ich den Part hier. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht dann, was genau ich machen soll. Wir sehen uns jedenfalls in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle, als ich zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.